Und wir sind auch wieder da. So, also Ton müsste jetzt, Mikrofon müsste jetzt auch passen. Zumindest so halbwegs. Ich habe es mir jetzt noch nicht angehört. Ich versuche nochmal rauszuschielen. Ah, geht da die Sonne auf oder unter? Weiß man immer nicht so genau. Ich würde hier mal ganz gerne rausgehen. Da wollte ich ja auch noch einen richtigen, regulären Aufstieg machen. Aber so wie das hier... Oh. Schäfchen. Ah, das wäre aber Fleisch. Fleisch will ich ja nicht. Ach Mann. Gut, da hätte ich jetzt eine Schere bauen müssen. Das können wir ja auch noch machen. Weil ich will ja auch ein paar Schäfchen scheren. Wie habe ich denn das letztens gemacht? Ja, weiße Wolle. Juhu. Okay, aber ich glaube, mit Scheren geht's besser, ne? Eisen. So, Scheren, die waren ja irgendwie... Zack, zack. Ich dachte, die wären so gewesen. Nur gut. Wenn's so einfach ist. So. Wenn das so einfach ist, dann reicht mir das ja auch. Gut, dann würde ich vielleicht doch nochmal rausgehen. Ich würde jetzt hier vielleicht die Schere auf die Spitzhacke packen. Dann gehen wir nochmal aufs Schwert. Draußen ist ein bisschen heller. Glaube ich nicht eigentlich. So. Ach ja. Okay, ich sehe hier gerade keine... Ah. So. Puh, okay. Da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Aber hier... Jawohl, ja. So, und scheinbar ist Tag, weil die Spinne mich nicht angreift. Da hinten hat man auch noch ein Schaf. Haben wir da auch noch einen Creeper? Ich brauche ja 3 Wolle, soweit ich das weiß. So, können wir mal im Inventar gucken. Oh, ich habe 3 Wolle. Perfekt. Das ist nämlich der Grund, warum man das mit Scheren macht und sie nicht tötet. Weil ich glaube, es dann mehr Wolle gibt. Das war jetzt ein sehr seltsamer Satz. Über den denke ich jetzt auch gar nicht mehr groß nach. Das heißt, wir haben hier den da. Und dann haben wir hier den da. Und dann hätten wir ein Bettchen. Wunderbar. Und das Bettchen würde ich dann doch mal hier hinbauen. So. Perfekt. Und dann würde ich hier mal sagen... Oh, da muss Kohle rein. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Dann machen wir mal die Hälfte rein. Wir brauchen ja auch noch den Rest für uns. So. Ja, schmeiße ich wieder weg, warum auch immer. Gut, da draußen ist ja gewittrig und alles mögliche und so richtig gemütlich ist da ja nicht. Deswegen würde ich jetzt hier mal sagen, gute Nacht. So. Ach so, bin ich jetzt aufgewacht. Genau, jetzt schlafen wir mal aus. Und dann schauen wir mal, was da draußen jetzt los ist. Jetzt ist Nacht. Okay, ich habe das Gewitter verpennt. Aber dafür ist jetzt Nacht.
Na, tolle Wurst. Haben wir jetzt bitte Tag wieder? Ja, wunderbar. Okay. Das heißt, wir können jetzt eigentlich so ein paar Sachen einpacken. Wie das Eisen, die Kohle, die Kohle, die Kohle, die Kohle, die Flintstones, die Schleimis, das da und das da, der Sattel, die Namensbänder. Ich habe da ja auch noch so ein paar Hunde rumfahren. Die Pfeile würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Und das reicht mir für den Anfang auch schon mal. Und dann würde ich nach Hause düsen. In der Hoffnung, dass da draußen keine Creeper rumgeistern. Was war denn das jetzt für einer? Okay, und da oben brennt's. Warum auch immer. Und da liegen ein paar Kirben rum. Das sieht aus wie ein Hase hier. Der Busch. So. Haben wir das auch erledigt? Gehe ich gerade in die falsche Richtung? Ich kann mich nicht an dieses Schneebiom erinnern. Ach, ich muss da hinten lang, ne? Okay, ich bin einfach nie hier hoch, sondern an dem Schneebiom vorbei. Was ist denn das für... Ach, das ist ein Rosenstrauß. Ich dachte gerade, es sei wieder irgend so ein Monster. Gut, also wir düsen wieder zurück zu unserer... Sag mal, hier gibt es ja jetzt plötzlich Rosensträucher, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Okay, da hinten ist unsere Burg und unsere Festung. Hier könnte man eigentlich auch noch so eine Siedlung hinbauen. Wobei ich die ja eigentlich an dieses Eck hier bauen wollte. So. Hier haben wir unseren Wald, den wir leider abholzen werden, bevor wir ihn wieder aufforsten. So, Dele. Und hier wollte ich auch noch einen Graben bauen. Und dann kommen wir hier zurück in unsere Burg. In der wir erstmal Zeug ablegen. So, und zwar Kohle, Kohle, Kohle. Spaß habe ich irgendwo abgelegt. Den Spaß können wir ablegen. Die Kohle können wir ablegen. Kopfsteinpflaster. Das wäre die Geschichte. Da habe ich ja noch ganz viele Eisen. Ui, das ist natürlich auch nicht schlecht. Glas. Eisen. Oh ja, den Spaß will ich auch loswerden.
Den nicht. Die will ich eigentlich behalten. Okay, das ist da, das kann da bleiben. Das Holz möchte ich eigentlich auch behalten. Wunderbar. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Gibt es da hinten den Durchgang zur Mine noch? Nein. Offenbar nicht. So, wir haben uns immer noch nicht auf die Zinnen geeinigt, übrigens. Irgendwie hat da keiner Interesse dran, sich zu den Zinnen auszulassen. Was natürlich eine sehr spannende Sache ist. Das hier wäre irgendwie die sinnvollere Variante, glaube ich. Wobei ich auch am Überlegen bin, ob ich da nicht Treppen mache. Damit man da besser rüber und runter gucken kann. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, hier müsste man dann ja auch noch überlegen. Jetzt habe ich schon ge gedacht, der jagt mir gleich meine Mauer in die Luft. Der alte Schlingel. So, um darüber zu kommen, müssten wir dann ja Halali oder so, müssten wir dann ja darüber laufen, da an dem Biotop vorbei und dann da hinten hin. Okay. Was hast du nur getan? Gut, ja, was soll ich sagen? Ich bin momentan ein bisschen überfragt, wie ich weitermache. Eigentlich wollten wir die Mine ausräumen. Jo, kleines Hundi. Da fällt mir ein, ich könnte ihr eigentlich einen Namenstag geben. Und die Frage ist, wie ich ihn dann nenne. So. So war das. Ja, bleib mal hier. Hey, nein. Okay. Dem kann man quasi keinen Namenstag geben, aber man kann ihm ein Steak geben. Ja, wunderbar. Aber der frisst Steaks bis zum Abwinken. Ich dachte, die wären glücklich mit der Zeit. Na gut, die vielleicht nicht. In Minecraft auf jeden Fall, in mein Clone vielleicht nicht. Okay. Dann. So, was kann ich zu dir sagen? Bleibst du mal hier sitzen? Bleibst du mal da sitzen? Okay, er bleibt dann wirklich sitzen, aber man sieht's halt nicht. So, genau, bleib mal. Na, komm mal hier. Und da. Genau, da bleibst du jetzt einfach. Das ist gut. Wie angewurzelt bleibst du da jetzt stehen. Und wir überlegen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesitzung, wie wir weitermachen. Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Cheerio mit O und ciao.